In diesem Video zeigen wir, wie die Morphemsegmentierung funktioniert und wozu sie gebraucht wird. Als erstes prüfen wir, wo die Grenzen der einzelnen Bestandteile liegen. So wie wir beim Baum feststellen, wo eine Wurzel und wo ein Blatt anfängt. Zerlegen wir Wörter, erhalten wir erst einmal Morphe. Ein Morph ist eine segmentale Einheit, die noch nicht näher klassifiziert ist. Um Morphe in einem Wort zu bestimmen, nutzen wir zum Beispiel eine Minimalpaaranalyse. Wir suchen also verschiedene ähnliche Wörter und finden so heraus, wie das konkrete Morph aussieht. Im Fall der Mitbestimmung können wir als ähnliche Wörter zum Beispiel Bestimmung, Mitbestimmen, Bestimmen, für etwas stimmen und Stimme aufzählen. Diese helfen uns, die Grenzen der einzelnen Morphe zu bestimmen. Nun bestimmen wir die Funktion des zerlegten Segments im Sprachsystem. Morphe realisieren Morpheme. Ein Morphem ist also die konkrete Anwendung eines Morphs. Wir prüfen zunächst, ob es sich um ein freies Morphem oder um ein gebundenes Morphem handelt. In unserem Beispiel sind alle Morpheme gebunden. Keines dieser Morpheme kann alleine in einem Satz stehen, sondern benötigt immer mindestens ein weiteres Morphem, um wortfähig zu sein. Dann prüfen wir, ob es sich jeweils um ein lexikalisches oder ein grammatisches Morphem handelt. Lexikalische Morpheme tragen eine eigene Bedeutung und werden auch Basismorpheme genannt. Das kann zum Beispiel der Verbstamm renn oder das Wort Tür sein. Grammatische Morpheme haben keine eigene Bedeutung und stellen grammatische Beziehungen her, zum Beispiel die Verbendung t oder das Wort für. In unserem Beispiel haben wir mit, b und ung drei grammatische Morpheme. Sie tragen keine eigene semantische Bedeutung bei. Stimm dagegen ist ein lexikalisches Morphem. Es trägt eine eigene Bedeutung. Zum Abschluss bestimmen wir, ob die gebundenen grammatischen Morpheme der Wortbildung, also speziell der Derivation, dienen oder der Flexion. Außerdem bestimmen wir ihre Position. Stehen sie vor dem Stamm, sind es Präfixe. Werden sie an den Stamm angehängt, sind es Suffixe. Und werden zwei Teile gleichzeitig angehängt, nennt man das ein Zirkumfix. In unserem Beispiel betrifft das nur die Morpheme mit, b und ung. Sie dienen alle der Wortbildung, denn sie helfen dabei, neue Wortstämme zu bilden. Hätten wir das Wort Mitbestimmungen segmentiert, wäre die Endung n ein Flexionsmorphem, denn sie zeigt den Plural, also einen Deklinationsparameter, an. Mit und b werden vorn an den Stamm angehängt, es handelt sich also um Präfixe. Ung wird an das Ende des Stammes angehängt, es ist ein Suffix.